My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo, folks. Onkel Johnny ist noch beim Fleischsommelier, deswegen fangen wir ja schon mal an. Es sind Koriandersaat dabei, Fenchelsaat, Piment, Kardamomkapseln, das Ganze kurz anrösten, wenn es dünstet und ein bisschen duftet, raus damit. Oder es fängt an in der Pfanne zu springen. Kardamomkapseln erstmal in Pellen, wir wollen ja nur die kleinen schwarzen Kapseln haben und nicht das ganze Außenzeug, das Geflattere. Das dauert ein bisschen, aber muss halt gemacht werden. Und wenn wir das Ganze jetzt haben, das kommt auf jeden Fall weg, weil das schmeckt nicht, das bleibt zwischen den Zähnen hängen. Nehmen wir erstmal grobes Meersalz, 1-2 Esslöffel in dem Fall, damit wir das besser gleich zermahlen können. Muskatnüsse, ein Esslöffel und Kurkuma für die Farbe und natürlich auch für den guten Geschmack. So, jetzt mörsern wir das alles mal so leicht an, dass wir nachher dann eine ordentlich gleichmäßige Körnung haben. Ja, kann ein bisschen dauern, aber geht relativ fix. So, nun haben wir den ganzen Spaß. Das riecht schon ziemlich gut. Es ist leicht fruchtig und kräuteriger Geschmack, also nicht irgendwie zu scharf oder so. Ihr werdet ja gleich sehen, wofür wir das brauchen. So, Freunde, kleine Werbung in eigener Sache. Hier, da blende ich es ein, wo man sie kriegt. Johnnys eigener Anzünder. Ganz genau. Jeder fragt, was ich nehme. Natürlich die Bio-Dinger hier. Ganz genau. Ich habe mich hinter der Cam versteckt. Personalmangel wieder. Da muss der Dude mal ran. So, jetzt haben wir hier 2 Kilo Lammschulter. Ja, ihr seht noch, da ist der Fettdeckel noch drauf. Oben und auch hier die Sehnen und ein bisschen Silberhaut. Das kann man auch ganz gut wegschneiden. Weil das schmeckt nachher nicht so gut. Wir wollen es zwar eh schmoren, da ist das dann nicht so schlimm, aber mein Gott, ein bisschen parieren tut nicht weh. Wenn ihr ja so zum Beispiel die ganze Keule parieren wollt, macht's lieber nicht, da schneidet ihr viel zu viel Fleisch weg. Das ist eine Heidenarbeit. Schulter. Das macht keinen Spaß. Aber so kann man das auch noch gut machen, dass was nicht so stark sich zusammenzieht. Das ganze Fett lassen wir übrigens dran. Es gibt Geschmack. Das können wir nachher noch wegnehmen, wenn es fertig ist. Erstmal Salz in die Fettseite. Ja, da kann man ruhig großzügig sein. Ein bisschen einmassieren den Spaß. Und dann drehen. Und hier seht ihr gleich noch 2 so Stränge überstehen. Die brauchen wir jetzt nun wirklich nicht, weil das Fett, was dran ist, reicht schon auf der einen Seite. Aber das brauchen wir jetzt nicht noch alles dabei. Das können wir getrost wegschneiden. Das andere gibt genug Geschmack ab. So, jetzt nehmen wir ungefähr die Hälfte der Gewürzmischung für die untere Seite und reiben das und verteilen das da drauf erstmal, damit wir da schon mal einen guten Grundgeschmack reinkriegen und nachher das Schmorgericht Harira auch eine gute Basis hat. So, ein bisschen einmassieren, einreiben, damit es da hängen bleibt. Und jetzt ab dafür zum Dutch-Ofen. So, Boys and Girls, Dutch-Ofen Vorheiznähe. Direct Heat von unten. Ich hab hier den Old Smoky genommen, hier, meine alte Blechtonne, die tut's immer noch. Als quasi Windschutz und so, ne? Und dann Deckel das mit drauf hier. Dutch. Dann zünden. Nun machen wir das nächste Kräutersäckchen startklar. Hier haben wir diverse Lorbeerblätter, Nelken. Genaue Angaben natürlich wie immer im Rezept und am Video. Die packen wir hier rein. Ein Teebeutel ist nachher leichter rauszufischen. Muss man da nicht so suchen und hat nicht den Spaß, auf sowas drauf zu beißen. Das ist echt nicht so angenehm. So, einfach nur reinpacken, mitschmoren lassen. Dann passt das schon. Ne? So, Freunde, bringen wir rein in den Topf hier. Fettseite nach unten. Lunsomat 3000. Direct Heat von unten. Kurz ein bisschen anbraten. Muss nicht Full Power sein, da ein bisschen das Fett so ein bisschen abgeht hier. Ja, das geht. Und dann drehen wir das schnell um, Freunde. Ja, oh, hätte ich noch ein bisschen länger, aber egal. Oben drauf kommt noch ein Deckel mit Kohlen. Der wird nochmal nachlunsen. So sieht das aus. Ein bisschen anzünden hier unten hier quasi. Jetzt gehe ich erstmal wieder ein Bierchen heben. Und die Jungs machen den Rest. So, jetzt erstmal 2 Liter Wasser da rein. Ja, Bier war für den Hals da. Deswegen in dem Fall Wasser. Nachher kommt noch mehr dazu. So, Kräutersäckchen rein. Auch Lümmeltüte genannt. Ja. Das andere Prozedere kennt ihr schon. Dutch-Deckel drauf, ein paar Kohlen oben drauf und das Ganze jetzt erstmal so ganz entspannt. Stündchen, anderthalb Stunden da.
lassen. Oder lunsen. So, nach so einer Stunde, anderthalb Stunden sieht das Ganze so aus. Es zieht sich natürlich schon ein bisschen zusammen, wie ihr seht. Dann wenden wir es mal und lassen den ganzen Spaß nochmal so ein Stündchen weiter köcheln. Nur Bierchen, na, ihr seht, nur die kleine Kanüle. Deswegen viel zu wenig für den Dutch, muss in den Hals. Gluck, gluck, gluck. Hinterrolle! Oh Gott, nicht schon wieder dieser Kerl. Betty! Double Betty! Ja, ich nehme das Gemüse und was mache ich daraus? Weg, Football Apparellos! Nimm das, du Lauchluder! Grüß den Rasen von mir. Johnny, du Schwein! Dem hat das gegeben. Nach circa 2,5 bis 3 Stunden ist das Ding frei zum Poben. Kameramann ist auch wieder da, jetzt mach ich's mal wieder selber, Freunde. Ganz genau, vorher musste ich filmen. So, da beschlägt schon die Cam. So, erstmal raus das Gerät hier. Schön Lümmel hier. Oh, sieht das gut aus. Ja, yeah, jetzt mit mehr Leuten, da macht's doch Spaß. So, tada! Ja, nun lässt sich der Knochen hier einfach heraus. Und wir können das Pullen anfangen. Ihr seht's, Freunde. Fantastisch. Ja, so muss das laufen. Ganz genau, den schönen Lümmel hier auseinanderrupfen. Da wird ein schöner Eintopf raus. Ganz genau. So wird's gemacht. Oh, kann man eigentlich jetzt schon aufs Brötchen klatschen? Bisschen Sauce drüber und dann geht's ab die Post. So. Und wenn man das hier gleich alles schön gepult hat hier. Oh, aber. Ich lasse euch nochmal hier so einen Genuss hier. Ich reiß hier noch ein bisschen dran her. Oh ja, yeah. Da könnte man sich sowas sofort schnappen und ab in den Hals. Mmh. Oh ja. So, da ist noch ein bisschen Knochen dran hier. So, ihr seht's. Da wird er auch befreit. So, komm zu Daddy. Ja. Yeah. So, jetzt gemacht. Oh. Ach, kurz den Veggie wegfutbern, dann haben wir hier schon den Salat. So, ihr seht. Schalotten. Kichererbsen, das sind rote Linsen, Möhren haben wir dabei, 2 Stangen Staudensellerie, jetzt hier noch die braunen Linsen, ein paar frische Tomaten, Zitrone, Knoblauch, ja, das ganze Sortiment. Das kommt jetzt alles erstmal rein. Erstmal die Sachen, die ein bisschen länger brauchen, die brauchen jetzt ungefähr so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis die weich sind. Also braune Linsen rein, Schalotten und die Möhren umrühren. Ja, dann lassen wir es ein bisschen köcheln, dann können wir auch gleich den Knoblauch dazu geben, weil wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Gas drauf. Kommt erst später noch, während Johnny hier am Polen ist und das Fleisch vom Knochen befreit oder andersrum. Jetzt den Staudensellerie mit rein, den Rest, die Hälfte der Gewürzmischung. Ich probiere erstmal schon mal. Rein damit. Ja, Gewürzmischung noch rein hier, vom Anfang, ihr könnt euch erinnern, Hälfte. So, jetzt das Fleisch hinterher. Sieht gar nicht mehr so viel aus, weißt? Vorher so ein riesen Ding und jetzt sowas hier. Aber egal, Freunde, es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Aber es verteilt sich gut. Löffel nehmen, am besten lang, da muss man sich nicht bücken hier. Und dann schiebt man das hier ein bisschen durch, lässt das ein bisschen suppen. Sehr schön. Und jetzt hier das Grünzeug rein hier. Ja, Tomato, Kichererbsen. Rote Linsen oder auch auf amerikanisch genannt Red Lunsen. Ganz genau. Umrühren. Ein schöner Eintopf. Für die Girls ist auch was dabei. Ich sehe da ein paar grüne Stückchen. So, noch ein bisschen Pfeffer hinterher. So, aber weit alle Zutaten drin. Jetzt mal die große Kelle hier. Das ganze Ding umrühren. Das braucht dann noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Safranfäden haben wir jetzt vergessen. Also müssen wir jetzt noch mal nach. Justieren, nochmal kurz umrühren und das Ganze noch so ein halbes Stündchen oder so köcheln lassen. Wenn zu wenig Wasser drin sein sollte, dann könnt ihr noch gut einen Liter halben oder halben Liter nachkippen, weil die Linsen saufen schon einiges weg. Ja. Jetzt legen wir noch ein bisschen Kohle nach. Erstmal eine Ladung nach unten, damit das nochmal richtig köcheln kann. Hat ja vor sich hingesimmert, wie man so sagen könnte. Und dann nochmal den Rest oben drauf. Braucht jetzt nicht mehr so viel. 20 Minuten, dann sollte startklar sein. Aber zur Not immer mal kurz nachgucken, nicht, dass ihr irgendwie dann nachher nur so eine Pampe drin habt. Nach circa 30 bis 45 Minuten haben wir es mal köcheln lassen.
Oh, ein, zwei Bierlängen, würde ich sagen. Und dann, oh, sieht das gut aus hier, Freunde. Optimal. So, runter damit, Baby. Ganz genau. So, dann drauf auf den Tisch hier. So, zack, der Eintopf ist startklar, Freunde. Yeah. Jetzt noch ein bisschen Grünzeug oben drauf hier. Orangenminze nennt man das. Löffel rein in den Topf, Freunde. So wird's gemacht. Umrühren. Oh, ein bisschen grün fürs Auge ist nicht schlecht, aber schlechter ist sogar die Cam. Und der Eintopf ist so gut wie stadtklar. Fast. Er wird nämlich noch serviert gleich. So, schön eingerührt hier. Alles verteilt hier. Oh, sieht das gut aus. Und jetzt nimmt man sich so eine ordentliche Kelle davon. Und ab in den Teller damit. Ja, so ein Eintopf wie bei Mutti zu Hause, Freunde. Los in Espa. So. Rein damit. Oh ja. Das muss sein. So. Hier auch nochmal eine kleine Fahrt hier, weil ich's kann. Jetzt hier eine Kapuzinerblüte dran. Nicht mit dem Bier zu verwechseln. Die kann man sogar essen, aber es ist für die Girls. Ein bisschen Deko hier. Kann man mitessen. Und dazu noch hier ein arabisches Brot. Narim. Sarim. Oder auch Nahenbrot genannt. Hier nochmal das Rezept, Freunde, Boys and Girls. Johnny's heißer Stuff hier. Und ein Bierchen. Oh, Wartezeit, das Rezept muss ja einblenden. Und jetzt nimmt man sich einfach so ein Prügel und ab in den Hals, Freunde. Anschnitt könnt ihr euch ja denken, ne? Oder man nimmt sich ein bisschen was mit Blüte hier drauf, auf so ein Brot. So isst man das in Marokko. Brocco. Lasst den Daumen nach oben glühen. Feuert ihn ab, Freunde. Macht das Video groß. Boys and Girls, ballert euch rein. Abonnation nicht verpassen, wenn er nicht hat. Lunzt es hinaus in die Welt. Bis bald.